Ich muss nur das andere suchen. Leinen habe ich jetzt überhaupt nicht dabei. Wie viel von unseren gemeinsamen Folgen da jetzt online sind. Wir haben ewig aufgenommen gehabt. Ja. Ich hab da bisher immer nur einen Teil von geschaut. Wo ist denn das andere Pferd jetzt, was hier nett ist? Ich weiß es nicht. Ich habe ja leider es immer wieder verpasst, mir eine Koppel zu machen. Ich glaube, das andere war doch angeleint, oder nicht? Du fragst Sachen. Ich weiß kaum, wie man sich in dem Spiel vorwärts bewegt. Ja. Hallo Pferd, hallo. Das war doch... Nö? Das kann doch nicht weg sein. Ach, da unten ist es doch. Haha. Ist ja, das angeleint. Ja, natürlich. Ja. Hast du das gehört? Möchtest du vielleicht die Leine auch entfernen? Nein. Nein. Sonst wird's kein langer Ritt. Wie macht man das denn am besten? Ich glaube Rechtsklick. Irgendwie ein Rechtsklick drauf. Ah. Ja. Fupp. Also hübsch. So, höher. Na, galoppiere, bitte. Mein Gaul. Sonst gibt's aufs Maul. Ich bin abgestiegen. So. Gut. So. Ich meine, die Minecarts sollen ja immer bald schneller werden, von daher ist schon mal ganz praktisch, dass wir die Strecke hier gebaut haben. Ja. Jetzt reiten wir hier, als ob wir ein Minecart wären. Richtige Züge wären mal toll. So mit mehreren richtig Wagen. Richtig großen Schienen. Das stimmt. Mägen, ja. Kann man hier durch? Das wäre schön. Nee. Oh Mann. Haben die Pferde etwa Platzangst hier? Wie können die es wagen? Ja. So, siehe, hier hinten sind so die anderen Gebiete, die ein bisschen überhängender sind. Schwebt dir eher sowas vor? Ja. Das hier hinten, den Berg wollte ich eigentlich noch mal ein bisschen besiedelt haben. Bist du jetzt wo hin? Ich gerade drauf zuschaue. Ja. Ah, oh. Ja. Oh. Ja. Oh. Oh, ich glaube, mein Pferd ertrinkt gerade. Huch. Ja, das kann das ab. Das wird schon nicht so weit laufen, ne, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es das ab kann. Das ist echt hübsch. Ja. So. Na, bist du? So. Ja, die Gegend ist nett. Sehr dunkel halt. Die ist noch schön mit dem alten Generator gebastelt worden. Mhm. Naja, ist schon was Besonderes. Aber ich glaube, da oben drauf könnte man echt was Feines bauen. Man kann aber schlecht zeigen hier. Jetzt baden unsere Pferde beide. Ja. Man könnte von dem Berg hier vorne, von dem Hügelchen, einen Weg drüber schlagen. Dass man da hinkommt. Ja, richtig. Es ist auch schön, dass wir so viele Items mitgenommen haben zum Basteln. Ja, ich habe zwei Kobbel dabei. Mhm. Ich habe eine Erde dabei. Und Dreck habe ich auch. Einen Haufen Dreck habe ich dabei. Du bist ja einer. Ja. Tja, ich war noch nie oben drauf, muss ich ja zugeben. Ich finde es immer noch ein bisschen schade. Die allererste Minecraft-Welt, die ich jemals gestartet hatte, damals noch in der Alpha, die war ultra geil. Habe ich nie wieder sowas Schönes bekommen. War die wirklich so oder hast du das nur als Erinnerung so? Nee, die war wirklich super, super gut. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Na. Oh. A wild Erde appeared. Ja. Oder so. Ist halt schön, was wir hier machen. Ist ja fast professionell. Das muss ja erstmal Funktionen haben. Ja. Meinst du? Meine ich. Ich baue ja immer gerne in die Landschaft einbettend. Das heißt, nicht wirklich viel verändern, sondern immer nur reinbauen da. Huch. Das ist doch schön hier. Ja, jetzt müsste man sich nur noch überlegen, was könnte man daraus machen. Das Blöde ist, jetzt sieht man von hier oben gar nicht diese epischen Überhänge da. Weil die sind ja unter einem. Ist ja ein bisschen Berg im Weg. Bisschen. Ah, hier ist auch nochmal ein Loch. Das ist ja cool. Tja, ich hab Hunger hier. Das Blöde ist, wenn man hier ein Netherportal macht, dann kommt man ja im Nether wieder am Ausgangspunkt da hinten aus, weil das zu dicht dran ist. Aber man müsste dann noch an einer anderen Stelle im Nether, bei einer entsprechenden Stelle noch was hinmachen. Hier liegt sogar Schnee drauf, so ganz minimal. Ist ja cool. Ja. Und hier ist direkt Wüste. Ist auch toll. Da sieht man die Schienenstrecke.
Ich überlege. Hier oben kann auf jeden Fall irgendwas Tolles drauf. Hier ist so der höchste Punkt. Hier ist auch genügend viel Platz eigentlich. Macht jetzt nicht wieder irgendeine Bar hin. Nee. Ich dachte an einen Turm. Achso. Das ist echt cool. Hier kann man so einen langgezogenen Weg von ganz da hinten hier hochlegen. Der immer um die Ecken geht. Das fände ich cool. Wie meinst du das? Und da oben ist dann das Highlight der ganzen Gegend. Ach, hier drauf meinst du? Ja. Kann man hier schon was hinpacken? Hier ist sogar ein Schwein. So. Reicht. So, Erde. Tja, ich habe jetzt leider halt überhaupt nichts mit an Zeugs, aber ich meine, wir haben Pferde dabei, die planschen. Was soll schon passieren? Oh, ich verhungere. Hups. Oh, das könnte passieren. Ich habe Steaks dabei, kein Problem. Okay. Passt schon. Oh. Aber ich glaube, da könnte man wirklich was Schönes draufbauen. Das ist komisch hier, da geht's echt runter. Da können wir einen großen Zaubererturm draufbauen. Weil man hier auch so viele Zauberer braucht. Ja, klar. Das stimmt eigentlich auch. Dann müssen die Hexen vielleicht nicht mehr in deinen Keller. Ja, aber da ist doch der ganze Weingeist und sowas steht da doch rum. Das ist doch klar, dass man da hin will. So. Aber sowas mit so einem kleinen Spitzdach, weißt schon? Ja, ich glaube, ich kann mir das schon vorstellen. Ist halt, wie groß soll das Ganze denn werden? Ich habe doch keinen Schimmer. Okay. Und davor kann man halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas bauen. Wow. Man könnte was bauen. Ja, halt was mit Blöcken, weißt schon. Ja, so richtig hinstellen und so. So, ich muss mal eben ein bisschen hier beleuchten. So. Sonst sitzt uns da gleich jemand auf dem Schoß. Der Sonnenuntergang ist auch nett von hier oben aus. Man müsste in die Richtung, wo die Sonne ist, dann, oder man könnte hier oben quasi ein Zimmer haben, wo man sowohl Mond als auch Sonne sehen kann. Durch Fenster. Ja. Das wäre ganz cool. Ich frage mich nur immer noch, was wir da davor bauen können, weil nur allein der Turm ist halt ein bisschen... Ja, ist ein bisschen lame. Karl. Das haben die damals im Mittelalter auch schon gesagt. Ist voll lame, Alter. Ist voll dumm, ey. Die waren da halt schon ziemlich extravagant. Auf jeden Fall bräuchten wir Steine. So ein, zwei. Wir brauchen eine ganze Menge Zeug. Ich versuche mal hier gerade ein gewisses Grundfundament zu machen. Für so einen Weg. Du kannst in den Turm bauen, ich baue den Weg dahin. Ja, das ändert nichts dran, dass wir Ressourcen brauchen. Das stimmt. Beide. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Schon ein wundersames Spiel. Ja, es ist, dass man Sachen braucht. Also, wann wurde das denn reingepatcht? Tja. Ich hab ein paar Kobbels dabei, also so. Ich habe gerade überlegt, ob man irgendeinen Berg abtragen könnte, der im Weg steht. Da hässlich ist, aber irgendwie. Ich glaube, wir müssen unterirdisch da arbeiten. Willst du nur Sachen nehmen, die in der Gegend hier gewachsen sind? Und vor allem, wo wollen wir eigentlich. Wollen wir hier zwischen einen Aufgang hoch machen? Hier vorne so runter? Das wäre eigentlich voll gut, ja, aber vielleicht einen gesicherten Aufgang. Hä? Na, das wäre doch mal eine Abwechslung. Das ist doch nicht mein Ziel. Ja, ich weiß. Ich grab mir hier ein bisschen einfach rum. Das passt schon. Da wird schon keiner bei verletzt werden. Hoffe ich. Hab ich Holz? Hier, guck mal, schon habe ich ein bisschen Erde und ein bisschen Kobbel. Warum frage ich überhaupt, ob ich Holz habe? Ich habe gar nichts. Das Blöde ist jetzt, hier kann man wirklich nichts machen, weil ich habe auch
keine entsprechenden Materialien dabei. Ja, dann sollten wir uns erstmal mit Materialien ausstatten. Ja. Hm. Du musst sagen, wo? Ich kann mich in deiner Welt nicht aus. Nö, ich auch nicht. Ach so. Ich bin nur zu Gast. Zu Gast bei dir selbst. Ja, ständig. Das ist aber blöd hier. Huch. Ich wollte nicht auf den Block. Yay. Ich glaube, das wird... Wie soll ich denn da runterkommen, bitte? Ich glaube, ich falle gleich... Du bist ins Wasser gesprungen. Ja, aber... Ja. Ja. Nee, ich will ja eigentlich hier runter, irgendwie um die Ecke. Oh, wo bin ich jetzt denn? Ja, das wollte ich aber jetzt gar nicht. Ich wollte das eigentlich cool als Wendeltreppe da runterführen. Das wär noch doch cool. Naja, dann mach doch die Wendeltreppe, wenn wir die Ressourcen dafür haben, eine Wendeltreppe zu bauen. Ich springe. Au, war gar nicht so schmerzhaft, also, verdammt. Wär jetzt vielleicht meine Idee. Hi. Dass, wenn du was bauen möchtest, man vielleicht erst die Materialien dafür holt. Ah, ich hab 29 Glas dabei. Und einen Zucker, warum auch immer. Damit steht uns die Welt offen. Quasi. Mit einem Zucker. Willst du jetzt hier, warum hast du eigentlich eine Diamantspitzhacke? Ich habe keinen Schimmer. Die habe ich schon die ganze Zeit dabei gehabt. Aha, vielleicht hast du jetzt meine. Die ich nicht vermisse. Also sie ist nicht verzaubert. Ich weiß nicht, ob deine verzaubert war. Weiß ich nicht. Warum graben wir hier eigentlich rum? Ressourcen? Ja, du gräbst einfach nach unten, oder wie? Ja. Oh, vielleicht trifft man noch eine Höhle dabei. Oder, und irgendwann oder, trifft man auf was, richtig. Oder den geheimen Bunker von Angela Merkel. Man weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich, ja. Es wäre lustig, wenn der in Minecraft wäre. Es wäre ein bisschen seltsam. Ich glaube nicht, dass der so gut funktionieren würde. Nee. Hier ist Eisen. Oh, wo denn? Ja, jetzt ist weg. Ach so. Ach, du hast auch eine Spitzhacke dabei. Ja. Wie praktisch. Ich habe immer die grundlegenden Werkzeuge mit dabei. Ja, ich auch. Ich hab eine Spitzhacke und eine kaputte Schaufel. Ja, ich habe auch eine Axt dabei. Oh. Ja. Ich hätte vielleicht mal... Es ist blöderweise gerade ziemlich düster draußen. Sonst hätte ich mir ein paar Bäume kloppen können. Ja, das wäre nicht verkehrt, denn wir werden ein Crafting Table brauchen. Das stimmt. Ich habe ein bisschen Holz habe ich mit dabei, so 39 Baumstämme, aber trotzdem. Also es ist nicht so, dass ich jetzt komplett arm wäre hier. Auch wenn man das gerne mal meinen mag. Also innerhalb des Spiels. Ja, ja, natürlich. Stimmt das nicht, dass ich arm bin? Ja, nee, ist klar. So. Jupsch, mehr Fackeln. Tja, ist ja nett, wie schnell man irgendwelche Steine kriegt. Vor allem, warum bauen wir jetzt eigentlich komplett unterschiedliche Wege? Damit wir das zufällig. Ist effizienter. Ja, gut, klar. Man entdeckt mehr. Ja. Der Grund ist mir zu blöd. Ich kann ja einfach mal grob in deine Richtung graben und gucken, ob wir uns treffen. Ich glaube, es wird... Ja, ich mach das auch mal. Ich höre Lava. Sicher? Hm. Können auch die Blöcke sein, die ich einsammle. Oder du. Jetzt höre ich nichts mehr. Da ist schon wieder Eisen. Oh, da ist Kies. Aha, wow. Mensch. Wertvoller Kies. Das ist ziemlich viel Kies. Oh, hä? Oh. So. Fast verhungert hier. Ich guck mal eben, wie viele Stacks ich dabei habe. 1, 2, 3, 4 Stacks habe ich jetzt plötzlich Kobbel. Achso, ja, natürlich. Fix. Ja, wenn du dich durch massiven Fels gräbst. Ja, ich mach das doch nie. Ja, ich weiß, mal. Du bist einfach nur durch Höhlen und lässt dich berieseln. Das stimmt. Ohne aber was dafür zu arbeiten. Ja. Ich höre dich. Ja, das ist mir bewusst, dass du mich hörst. Nee, ich meine jetzt im Spiel auch. Ja, das ist mir bewusst, dass du mich hörst. Ach so, warum? Meinst du, das hat Sinn? Ja, ich bin direkt über dir. Über mir? Ja. Ah, okay. Das ist interessant. Ich hab doch gesagt, ich buddel in deine Richtung. Ja, ich ja auch. Extra in deine. Also wir haben uns quasi gekreuzt jetzt gerade.
Also von den Richtungen her. Gut möglich. Huh. Das ist auch jetzt das Spannendste, was man so machen kann. Da ist ein Haufen Kohle. Ja, nimm einfach mit. Können wir noch gebrauchen, bestimmt. Ja, natürlich. Ich nehme alles mit. Egal, wo du bist. Ja. Mhm. Alles wird mitgenommen.